Und nun, Frederik, was machst du jetzt?
Ich sammle Farben, sagt er nur, denn der Winter ist grau. Und einmal sah es so aus, als sei Frederik halb eingeschlafen. Träumst du, Frederik? Fragten sie vorwurfsvoll. Aber nein, sagte er. Ich sammle Wörter. Es gibt viele lange Wintertage und dann wissen wir nicht mehr, worüber wir sprechen sollen. Als nun der Winter kam und der erste Schnee fiel, zogen sich die fünf kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. In der ersten Zeit gab es noch viel zu essen und die Mäuse erzählten sich Geschichten über singende Füchse und tanzende Katzen. Da war die Mäusefamilie ganz glücklich. Thank you.
Und jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Fühlt ihr schon, wie warm sie sind? Warm, schön und golden. Und während Frederik so von der Sonne erzählte, wurde den vier kleinen Feldmäusen schon viel wärmer. Ob das Frederik Stimme gemacht hatte oder war es ein Zauber? Freunde, macht eure Äuglein zu. Träumt von dem, was
einen Augenblick und sprach dann wie von einer Biene herab. Oh,
Ich bin der Meinung, dass ich